Boah, Leute, ist das kalt, ey. Guten Morgen. Letzte Woche war auf jeden Fall wärmer. So, wir starten jetzt gleich los. Ja, ich muss eben noch den Hänger dranhängen, aber ich zeige euch mal. Was, passt mal auf. Guck mal, hier habe ich meine Pizzabude gerade kurz gebunkert. Ich habe mir einen Motum gekauft. Guckt euch das mal an. Das ist ein kleiner Viertaktmotor mit Trockenkupplung. Ja, sehr geil. So, Leute, jetzt hänge ich den Hänger dahinter. Und vielleicht zeige ich euch gleich noch das Motum nach dem Fahren. Deshalb jetzt ein bisschen trainieren gehen und ja, quatschen wir gleich auf der Autofahrt. Frisch, bis später. So Leute, hier ist ein bisschen wärmer im Auto gerade. Ja, ich bin gerade auf dem Weg nach Vosswinkel. Manche werden jetzt wieder sagen, oh mein Gott, schon wieder Vosswinkel, wieder eine GoPro Lab. Nein, Leute, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen trainieren, weil es gehen auch bald die Rennen los. Und bei den Rennen, also ich muss euch sagen, immer wenn wir vloggen bei den Videos jetzt an der Strecke, vernachlässige ich immer so mein Training ein bisschen, weil wir dann immer am Quatschen sind hier, dann da, dann vercheckt und so. Ja, und jetzt fahre ich spezifisch hin, werde mich aufs Bike setzen, werde Runden machen, werde locker machen, werde ein bisschen Pace machen, ein paar schnelle Runden und so, dass ich wieder reinkomme. Wir können jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht zum Rennen fahren, da bin ich auch ein bisschen ehrgeizig und will Endstufe verkacken. Also ich will schon auf dem Level kämpfen, was ich fahren kann. Und deshalb werde ich das heute machen. Und ja, ich habe auf jeden Fall noch eine ganz geile Überraschung für unseren Downhill-Fan, der den Channel ja wirklich von Anfang an, wie viele andere auch, mitverfolgen. Und ja, ich werde ja dieses Jahr Rennen fahren auf jeden Fall wieder. Ich werde aber keine Serie komplett durchfahren, also irgendwo auf meisterschaftsmäßig unterwegs sein, sondern ich werde mir geile Strecken raussuchen wie Bielstein, Rail, alle Strecken, die mir richtig Spaß machen und die auch mal ein bisschen woanders sind. Ich werde beim DMCV mitfahren, ich werde beim ADAC MX Cup mitfahren, ich werde vielleicht beim MSR ein Rennen mitfahren, beim Hessen Cup. Also wir checken alles, ich check alles aus, wie ich das so ein bisschen einplanen kann und dann werde ich auf jeden Fall in verschiedenen Rennserien starten. Habe ich auch voll Bock drauf, die verschiedenen Fahrerfelder so zu sehen, was da abgeht und alles. Auf jeden Fall, und zum Beispiel Ohlenberg fand ich auch übertrieben geil, die Strecke. Ja, so, jetzt kommt aber die Überraschung für unseren Downhill-Fan. Du kannst schon mal die Möbel im Wohnzimmer an die Seite rücken. Du kannst dich nämlich schon mal auf die Rückwärtsseite vorbereiten, weil Andres ist dieses Jahr auch wieder am Start. Der wird zwar nur im ADAC Cup starten, aber natürlich werde ich auch ein paar Rennen mitfahren, um ihm da in den Arsch zu treten. Weil da freue ich mich auch richtig drauf. Der hat natürlich einen Trainingsrückstand, aber hat eine neue KTM. Und ja, so wird es dieses Jahr abgehen auf jeden Fall. Also ich freue mich. Also wer tolle Ideen hat, wer sagt geile Strecken, ihr wisst Bescheid. Wenn die Klassen Sonntag sind, schreibt mich an bei Instagram, hier bei YouTube, weil manche, die YouTube gucken, sind ja gar nicht bei Instagram aktiv so. Und dann sollen die mir einfach unter das Video Kommentare schreiben, wo ich am Start gehen soll. Und ich guck mal, ich aktiviere jetzt auch noch mal ein paar Leute so von früher. Die sind alle unheimlich im Stress hier. Unser Fabi und so, der ist ja auch übertrieben lustig, dass wir den auch mal wieder mit zur Strecke nehmen. Ja, so machen wir es. So, jetzt fahre ich zur Strecke, werde ich mal diesmal ein bisschen konzentrieren. Vielleicht nehme ich euch auf eine kleine GoPro-Runde mit, wenn ich einen da habe, mit dem ich mich ein bisschen betteln kann, dass wir ein bisschen Fahr-Action haben. Also Fahr-Action werden wir auf jeden Fall gleich haben. Und ja, dann bereite ich mich jetzt so ein bisschen für die Saison vor. Ja, und dann werde ich euch, ich zeige euch, glaube ich, gleich nochmal das Motum. Ich finde das schon ziemlich geil. Und es kennt wahrscheinlich gar keiner. Eigentlich habe ich mir das nur gekauft. Ich wollte eigentlich eine Simson haben, eine S51. Aber der Markt, ihr wisst es selber, alle, die gerade aus dem Osten kommen, Simson S51, Endstufe rar, super teuer. Man muss wirklich 24 Stunden bei eBay Kleinanzeigen vorsitzen, um einen harten Deal zu fahren. Und ja, habe ich nicht geschafft, deshalb ist das gekommen. Und ich muss euch erklären, warum auch, weil die Technik von dem Motec ist bescheuert eigentlich. Die Spaghetti ist, manchmal verstehe ich das nicht, was bei denen abgeht im Kopf. So, jetzt haben wir mal wieder genug gequatscht auf der Autofahrt und jetzt fahre ich zur Strecke. Bis gleich. Bis gleich. Ja, okay, ich drück mal aus. Das ist trotzdem keine Temperatur für so eine Buchse. Ja, doch. Ja. Ja, heißt. Guck mal, Colin ist jetzt auf Cover unterwegs hier. Endlich. Hättest du den Grünen gefunden? Wir sind jetzt die Marsmenschen.
Ja. Schönes Ding. Zufrieden als mit der Honda? Ja, schon geiler von der Leistung auch. Ich fahre ja klar, fahre ich normal. Ja, ey, bei dir weiß man das immer nicht so. Ja, nur weil ich so spät heute hier bin, ich bin immer spät. Du weißt. Ja, du weißt, so, ich brauche nicht so viel Training. Hast du recht. Ja, ja, da ist die Qualität einfach schon da. Genau, übertrainieren wollte ich mich jetzt auch nicht. Deshalb wollte schon in den Hobbyklassen nicht zu herbe. Ja, vorne wegfahren. Das ist echt geil, ey. Ja. So, wie sieht's im Winter aus? Hast du dann auch ein T-Shirt an, oder? Früher in der Schule, ja. Heute, nee, heute nicht mehr so, aber früher, ja. Kurze T-Shirt. So. Hören wir uns später? Ja. So heißt es doch immer. Fertig, dicke Arme auf jeden Fall, hoher Besuch heute hier am Start. Jo, Erik ist hier. Eigentlich ist er normal auf dem Bike und unterwegs auf dem Dirt. Aber ja. Heute ist er mit seiner neuen. Was am Start? Gas am Start. So, dicke Arme jetzt. Ja, ey, voll, meine Hände tun auch weh, ne? Aber war so geiler Tag heute mal wieder. Richtig geil, Wetter brutal. Ach, ich pack ihn, verlinke die unten mal mit rein, dann checkt ihr mal da drauf. Genau, ich kann mal für die ganze MX halt, checkt mal ab, dass ihr mal seht, was richtig abgeht. Ist nämlich Red Bull Pilot und ich eigentlich auch, weil ich bin auf 5x5 Meter Pizzakarton geflogen. Ja, alles klar, Leute. Ja, sehen wir uns im nächsten Video oder gleich nochmal beim Einladen auf jeden Fall. Jetzt ballern wir ein paar Szenen von Erik rein und dann, sag ich mal, später. Dann haus rein. Jo, wir sehen uns. In Hattingen. So Leute, jetzt geht's nach Hause. Umgezogen. Und
Geiler Tag wieder. Ja, ey, super geil. Allein die Aufnahmen mit dem Fettko. So, Leute, wir sehen uns im nächsten Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt schon ein bisschen fitter für die Rennen und so. Und ja, cool. Ich freue mich. Es geht wieder los. Bis gleich. Shit on my greed. That's how I get it. Success ain't no giving. Some days I don't eat, I don't sleep. When I'm focused, I'm dangerous. They don't wonder when I'm anxious. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The hopper system don't amaze. The roads racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I don't need the bread.